Herzlich willkommen zu Standing Pilates. Mein Name ist Juliana und heute geht es darum, dass wir Übungen im Stehen machen in Anlehnung an das klassische Pilates-Programm. Dabei ist immer ganz wichtig, dass du A, fließend atmest. Dann ist wichtig, dass du immer, bevor Arme und Beine bewegt werden beim Pilates, geht es immer darum, die Grundspannung aufzubauen. Und die Grundspannung, die baust du auf, indem du die tiefen Muskeln im Becken so ein bisschen das Gefühl hast, du würdest sie nach oben heben, in den Bauchraum hinein. Und damit wird dein Unterbauch ganz breit und ganz flach, sodass du ums Becken herum und um die Wirbelsäule herum ein ganz stabiles Gefühl bekommst. Stell dich bitte auf mit mir gemeinsam in eine breite Grätsche. Die Fußspitzen dürfen so ganz leicht nach außen gucken. Und dann schau auch, dass dein Fußgewölbe ganz aktiv ist. Sprich, dass du nicht nach innen rutscht oder dass du zu weit nach außen gehst und die Großzehballen abhebst, sondern dass dein Großzehballen, der Kleinzehballen und die Ferse mittig gut belastet sind. Ja? So, dass deine Knie in Richtung deiner zweiten Zehe schauen. Die Arme sind ganz lang, du richtest dich auf, atmest fließend ein durch die Nase, atmest aus durch die Nase. Und beim Ausatmen ganz bewusst die Körperspannung aufbauen aus dem Becken heraus. Die Muskeln im Becken, die Beckenbodenmuskeln in dich hineinheben, den Unterbauch breit und flach werden lassen. Und dann hebt sich vorne dein Schambein so ein bisschen hoch und dein Steißbein hinten, das zieht etwas in Richtung Boden. Dann streckt die Arme nach oben. Es geht erstmal darum, sich zu dehnen. Wie ein großes V stehst du mit ganz aktiven Füßen und Beinen. Atmest ein, hebst das Brustbein, hebst den Blick, atmest aus und tauchst nach vorne unten runter. Einatmen, heben. Die Fersen ziehen so ein bisschen zur Mittellinie. Und dann streck dich weit nach hinten raus, atme aus und tauch wieder nach vorne unten runter. Du darfst ganz leicht federn dabei. Einatmen, strecken. Und dabei die Schulterblätter am Rücken gleiten lassen. Die heben dich so ein bisschen hoch von hinten, sodass du das Brustbein mehr heben kannst. Und ausatmen, tauch nach vorne unten runter. Einatmen, strecken, ganz lange, kraftvolle Arme. Ausatmen, tauch nach vorne unten runter. Und noch einmal, dehn dich lang nach vorne und wieder zurück. Einatmen, strecken und schau auch, wenn du merkst, du kommst nicht so weit nach vorne, der Boden ist ein bisschen weit weg. Auch hier, bis dahin kannst du gehen. Wichtig ist, dass deine Körpermitte ganz aktiv ist. Und komm wieder zurück nochmal. Ein, zwei und richtig strecken, lang ausatmen, nach vorne unten, noch zweimal. Und wieder heben, einatmen, aktive Beine, als würdest du den Boden so ein bisschen zueinander ziehen wollen. Und noch einmal und lang strecken. Zwei, drei und ausatmen nach vorne unten. Wunderbar, komm zur Mitte. Stell deine Füße hüftgelenksbreit auf und die Arme sind vorne übereinander gelegt. Jetzt verlagere das Gewicht auf ein Bein, heb das andere und du willst das Knie nach oben heben, so weit es geht und wechseln. Und wechseln. Atme ein, atme aus. Und schau, ob du mit den Knien deine Unterarme bewegen kannst, berühren kannst und nochmal heben. Ein- und ausatmen. Gut, jede Seite noch viermal. Fließend atmen, aktiv in der Körpermitte. Gut, und richtig schön aufrecht den Hinterkopf weit nach hinten oben rausschieben. Und schau, dass du möglichst immer wieder auf der gleichen Stelle, landest. Super. Dann noch einmal die Beine aufstellen, wieder in die breite Grätsche kommen. Die Arme gehen nach oben hoch, Handinnenflächen schauen zueinander. Atme tief ein, streck dich lang nach oben, Schulterblätter wieder an den Rücken gleiten lassen und dann dehn dich zur Seite, nach vorne, zur Mitte, zur anderen Seite, schau nach vorne und komm wieder hoch. Einatmen, richtig schön lang strecken, die Füße gut erden, zur Seite, nach vorne, gerader langer Rücken. Jawohl, nochmal zur Mitte, zur anderen Seite, öffnen und komm wieder hoch. Wir machen es ein bisschen fließender. Seite, langer, gerader Rücken, starke Füße und wieder zur Mitte. Einatmen, den Atem fließen lassen, ausatmen. Und noch einmal vor und wieder zur Mitte. Drück die Füße fest in den Boden dabei. Körpermitte ganz aktiv lassen. Und noch einmal vor
schließen, atmen. Und streck dich weit nach vorne. Jede Seite noch einmal. Und dann komm zur Mitte. Prima. Für die nächste Übung legst du die Hände übereinander bitte und bringst sie an den Hinterkopf, sodass du die Hände gut oder dass dein Hinterkopf gut gestützt wird. Verlänger dich, Füße hüftgelenksbreit und vor allem ein ganz aktives Fußgewölbe. Bring einen Fuß nach vorne, komm tief nach unten in den Ausfallschritt und komm hoch und absetzen. Und noch einmal tief, hoch und absetzen. Einatmen, ausatmen. Und dabei schau, dass du im Oberkörper aufrecht bleibst und dich dann wieder zurück, dass du, wenn du unten bist, dich richtig abstoßen kannst und kommst nach oben. Fließend atmen. Und ihr merkt vielleicht schon, ich fange schon so ein bisschen an, mir wird schon so ein bisschen warm dabei. Nochmal. Zwei Wiederholungen haben wir noch. Aufrecht bleiben und auch immer wieder hier die Körpermitte mit aktivieren. Und Seitenwechsel. Es geht vor, hoch und aufstellen. Einatmen, ausatmen. Gerade ausschauen und den Kiefer ganz locker. Tief und hochdrücken. Und schau, dass du dich richtig mit deinem vorderen Bein abdrückst und zurück nach hinten kommst. Hoch. Schau auch hier, dass das Knie, dass du es nicht unten absetzt, sondern wirklich kurz vor dem Boden aufhörst und wieder hochkommst. Und die letzte Wiederholung. Und dann komm zurück. Jetzt geht's weiter mit 5 Count Squat. Bring die Fersen zueinander. Richte dich auf. Die Hände bleiben an deinem Hinterkopf. Und hat man das Gefühl, du verlängerst dich so ein bisschen durch den Nacken hindurch. Schau auch hier, dass die Rippenbögen, dass du sie integrierst, sprich, dass deine Schultern, dein Brustkorb und dein Becken möglichst übereinander gestapelt sind. Komm hoch auf die Zehenspitzen, lass die Fersen beieinander und dann beugst du die Knie und du darfst bestimmen, wie tief du gehst. Knie schauen nach außen, Schultern, Becken in einer Linie und dann komm wieder hoch. Fersen geschlossen. Atme ein, atme aus. Du bleibst auf den Zehenspitzen. Und komm wieder hoch. Und noch einmal beugen. Ich stehe hier auf einer Matte. Wenn dir das zu wackelig ist, dann darfst du gerne auch auf den festen Untergrund gehen. Dann hast du ein bisschen mehr Halt. Und wieder nach oben. Und noch einmal senken. Und komm wieder hoch nach oben. Atme ein, atme aus. Drück die Fußbeine richtig kraftvoll in den Boden dabei. Und noch einmal tief. Und komm wieder hoch. Halte die Balance. Schön lang bleiben, Körpermitte aktiv. Und die letzte Wiederholung. Und dann hast du es geschafft. Ich danke dir fürs Mitmachen. Schön, dass du dabei warst. Tschüss. Okay, vielen Dank fürs Mitmachen. Wenn dir dieser kleine Ausschnitt aus der Standing Pilates Serie gefallen hat, dann hinterlass uns auf jeden Fall ein Like und einen Kommentar unter diesem Video. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt auf jeden Fall auch diese in die Kommentare. Wir lesen uns alle Fragen auf jeden Fall durch und beantworten die. Ansonsten vergesst nicht, den Fit for Fun Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, sodass du auf jeden Fall Bescheid weißt, wann ein neues Video hochgeladen wird. Okay, bis ganz bald. Tschüss.